mit der Kette das Ganze vorne die Füße, dass er nach vorne wegkippt. Achso, ja gut, danke. Ja Leute, willkommen bei einem Video von mir und heute gibt es mal wieder ein Co-op VR-Game bei mir zu sehen. Und zwar Treasury of Fate. Leck mich doch am Arsch. Okay, let's go. Treasury of Fate. Ich nehme das jetzt schon zum fünften Mal auf. Der Name wird schon irgendwie stimmen, aber ist ja jetzt egal. Ja, ist ein schönes Dark Fantasy Co-op Singleplayer Game, was richtig, richtig viel Spaß macht. Ich habe das mit den lieben Zwerg Sorox gespielt, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst den Lieben mal ein wenig Liebe da und ein paar Abos, das wäre ganz cool. Das Game befindet sich noch in der Early Access Phase, kostet euch 20,99 im Steam Store, geht für die Index, für die Vive, Oculus Rift, Windows, Mixed Reality, könnt ihr am Sitzen oder Stehen spielen. Momentan ist nur Englisch als Sprache vorhanden. Grafikstil gefällt mir ganz gut. So ein bisschen die Welt hatte mich am Anfang so ganz, ganz bisschen, wo ich die Burgmauern gesehen habe, an Dark Souls so ein bisschen erinnert, ja. Also man muss die Gegner schon ganz schön draufhauen, damit die überhaupt überhaupt mal down gehen, ja. Ihr habt Auswahl zwischen Äxten, also könnt ihr auch zweifach nehmen, Schild und einer Pistole. Pistole hat immer sehr, sehr wenig Munition, aber ihr könnt da noch andere Waffen im Game kaufen, was natürlich ganz, ganz cool ist. Und ja, ich habe für euch noch einen Key übrig, den ihr gerne gewinnen könnt oder den ihr gerne haben möchtet, einfach unter dem Video kommentieren und ja, ich löse es dann in nächster Zeit mal auf oder mal gesagt beim nächsten Video und schicke ich euch dann per Discord rüber. Lasst mir gerne einen Daumen und Abo da, tut natürlich kein weh und ich wünsche euch ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ja. Kann ich mich bücken? Oh Gott. Was ist denn, wenn ich mich hinlege? Dann bist du nur im Boden drin. Okay. Wir haben schon. Wie? Ah! Au! Ja. Ah, jetzt habe ich hier was. Ah, ja, bei mir auch. Jetzt habe ich hier auch. Muss man es in die Hand nehmen? Ja, ich denke mal. Also, oder wir müssen es einsetzen. Ach so, ja, stimmt, da gibt's den. Ach, aber ey. Die Lichteffekte, die sehen gar nicht aus. Uiuiui. Oh, jetzt hat es aber kurz nachgeladen mit der Aufnahme. Ja, bei mir auch. Uiuiui. Aber ich spiele es auch auf Ultra, darf man nicht vergessen. Und dann haben wir noch OPS an. Und ja, noch gut, Discord. Das sieht schon gut aus. Jetzt habe ich irgendeinen Effekt gehabt. War das von den Dingern hier? Ja, ah. Das sind diese, das was ich gemeint habe, diese violetten Teile, die hier rumschweben, was hier so immer wieder zusammen und zurück und so. Ja, das ja. Sieht schon cool aus. Achso, wir haben nur eine begrenzte. Also die machen uns Schaden übrigens. Ah scheiße, also, ich sehe es gerade. Also müssen wir so versuchen durchzulaufen. Da oben gibt es eigentlich, wir gucken es einfach mal an. Ist ja der erste Abschnitt. Und wenn wir sterben, wie gesagt, die Gegner, die kommen dann nicht nochmal. Okay. So, da ist doch bestimmt eine Truhe oder sowas. Jupp. Oder kann man die weghauen, die Dinger? Welche Dinger? Nee. Hey, das ist ja Käse, wenn die mir jetzt eine ganze Zeit Schaden verursachen. Na, das ist ja, du sollst ja relativ schnell und dann gibt es auch solche Heilungsbrunnen und so. Das ist schon nicht verkehrt. So, ich mach mal hier die Truhe auf. Geil, das ist doch Hammer. Das war ein Hammer. Wo ich das alleine gespielt habe, war die Truhe leer. Okay. Ich höre, die war leer. So, Schild mal lieber wegstecken. Oder wegschmeißen. Also grafisch macht es doch schon was her. Durch die Lichtpartikel und auch die Texturen von den Bäumen finde ich halt nicht gut, von den Steinen. Also es hat so der ganz Boden. Ganz leichte Dark Souls Vibe, wenn man es hier so nimmt, die Burgmauern und Co. Ich finde es so ein bisschen mehr Richtung Darksiders. Ja stimmt, das kommt auch dahin, ne? Okay, also dieser leichte Tun-Optik mit so einem Hauch Realistik. Okay, ich krieg die Truhe nicht auf. Hüp! Ah, eine Schriftrolle war das doch, oder? Blue Bryant Healing Potion, okay. Kann auch ein paar Sachen kaputt machen, das weiß ich noch. Also wir sind schon bei 81, also wir sind bald okay. Down. Kommen hier Gegner noch? Hier oben, die kommen erst unten. Okay. Die kommen erst unten. Aber hier, genau, die Teile, die können wir schon. Also hier das Holz kann man. Ah, da ist Geld drin, alles klar. Weil da gibt es, wollte ich mich gerade sagen, da gibt es nämlich auch ab und zu mal Gold. Und wir haben quasi auch eine Ausdauer. Gell? Also wenn die Ausdauer verbraucht ist, dann können wir nicht mehr so schlagen.
Ach da, ja, ja, ich sehe es gerade, okay. Kommt dann nur mal alles erst beim Spielen. Also mit der Munition würde ich wirklich sparsam umgehen, weil es gibt Gegner, die können dann von oben mit wieder mit Bögen schießen oder mit anderen fiesen Sachen. Na prima. Aber ziemlich, ziemlich düster hier, ne? Noch. Links noch oder rechts? Geradeaus oder links? Links kommt nichts weiter, aber doch Geld können wir da noch sammeln. Wer weiß, für was es gut ist. Alter, alles giftig hier. Ah ja, da ist es egal, wo man hingeht. Also hier hat, wenn wir es jetzt mal die Dinger hier Corona nennen, dann ist alles gut. Stimmt. Und irgendwo gibt es hier noch Geld. Und das gibt nur für dich Geld. Also das Geld, ja, das Geld wird nicht aufgeteilt? Ich weiß es nicht. Greif's mal. Nee, Gold habe ich nichts. Nehm ruhig. Gucken? Nee. Noch mal ins Menü gucken. Doch, ja, jetzt habe ich 6. Vorher hatte also 6 Goldstücke. Wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Ja. Also hier ist, glaube ich, der Sporn, weil deswegen ist das alles so giftig hier. Jetzt wissen wir, wo der ganze Mist herkommt, ne? Richtig. Hier kommen dann die ersten Gegner gleich. Ja. Da unten sieht man schon welche und ich finde diese Partikeleffekte hier in VR, die sehen so grandios aus, das ist der Hammer. Mhm. So, da haben wir schon. Oh. Komm, ach, jetzt habe ich. Okay, die halten ja ganz schön. Ja, die sind stärker als bei mir am Anfang. Vielleicht sind die Spieler schwer. Ah, jetzt war ich mir am Weg. Ich wollte gerade ein Schild abmachen. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? möchtest du das Amulett oder was es ist aufsammeln? Also nee, mach ruhig. Okay. Und was ist, wenn wir die Energie leer haben? Dann sterben wir. Okay. dann fangen wir wieder von da vorne an. Aber die Gegner, die wir jetzt hier besiegt haben, die sind kommen ja dann nicht nochmal. Okay. Die sind dann erstmal. Ach, gibt's da keine Möglichkeit, dass wir das hier vielleicht verhindern können? Hm. Nee. Also, ist mir nicht bekannt. Oh, da ist er noch einer. Wieder. Immer auf den Kopf. 28. Mach mal die Doppelaxt, weil die viel cooler ist. Aha. Aber die Axt, finde ich, hat so einen leichten Indianer. Ja, das stimmt. Ich würde vielleicht auch mal den Schild nehmen. Das Schild funktioniert, okay. Du kannst auch mit dem Eckstück blocken. Ach, das geht auch, okay. Jo. I'm deaf. Aber bei mir läuft ein Timer ab. Ah, okay, ich lande dann wieder. Ich kann dich vielleicht nochmal wieder beleben. Au, ich sehe, deine ganze Beute liegt da unten. Na toll. Nee, ich bin schon wieder. Jetzt bin ich wieder hier drinne. So, dann muss ich noch schnell zu dir kommen. Jetzt nicht mehr. Ach, verdammt. Bist du tot? Ja. Aber das Röntgenbild ist auch neu, das gab es vorher auch nicht. Also vorher gab es nur die große Zahl. Ja. Ach, da bin ich wieder und komme so nach und nach wieder zurück. Das sieht schon cool aus, wie man sich wieder zusammensetzt. So, also hier brauchen wir den ganzen Loot nicht nochmal einsammeln, weil der ist jetzt quasi erstmal. Okay. Weg. Aber wo wir noch Loot haben könnten, wäre hier. Da haben wir vorhin nicht geguckt. Aber da ist nichts. So, zweite Axt gleich mitgenommen. Hier. Ach, da war's. Okay. Ich verlaufe mich hier schon wieder. Wahnsinn. Gut, ich bin den Weg auch schon ein paar Mal gelaufen, muss man auch dazu sagen. Aber übrigens, wenn man die Waffen greift, man muss nicht die ganze Zeit die Grip-Taste drücken. Also da reicht einmal zack, zack, zack und es ist nicht, dass man permanent. Hab ich vorhin gemerkt. Ich sag mal, bei den Valve-Controllern ist es ganz vorteilhaft, aber sonst bin ich eigentlich immer ein Fan davon, dass man es die ganze Zeit halten soll, weil du machst ja in Real Life, du drückst ja auch nicht einen Knopf und dein Glas hältst du automatisch, sondern musst ja zudrücken, weißt du? Echt? Bei mir hält das so automatisch. Also. Ich
halte meine Hand zum Bierkuchen, dann wird automatisch sie mir geschwebt. Teleport. Aber auch Ehefrau. Huch, wo ist meine Hand? Das habe ich jetzt festgestellt. Ist das von mir hier oder ist das deins? Nee, das war meins. Deins liegt da vorne. Also kann man wieder aufsammeln, das ist doch ganz praktisch. Genau. Das gab es damals, wo ich es, wie gesagt, in der Anfangsphase des Spiels habe. Hier kannst du dann gleich mal den Hund sein Rätsel lösen. Ein Rätsel? Ja. Einmal. Ich glaube, die Grüßen leben. Das damals bei mir. Also ich kann es jetzt nochmal testen, hier? Mal drüber. Die ist Seelenkristall, okay. Ach, also kein Healing. Nee, es wäre jetzt zu schön gewesen, wenn ich das jetzt zugemacht hätte. Ups. Oh, er hängt ein bisschen, okay. Ja, der macht hier gerade einen Flieger. Geh doch, Marc. Die halten aber ganz schön was aus. Ah ja, die sind alter Schwede. Das sind halt noch richtig gute Skelette, die halt mit Milch versorgt worden sind. Also hier ist eine Kette dran und ein Hund, alles klar. Und diese Tür müssen wir aufkriegen, würde ich davon ausgehen, dass wir den Hund kaputt machen müssen, damit er runterfällt. Du hast es auch was? Ja. Rätsel gelöst? Ja, so einfach. Muss ich da draufhauen, oder? Die Kette müsstest du, glaube ich... Ich bin mir nicht sicher, ob du den Hund schlagen musstest, unbedingt, aber ich glaube, den Hund musstest du schlagen, damit der mit der Kette das Ganze vorne die Füße, dass er nach vorne wegkippt. Ach so, ja gut, danke. Boah! Scheiße, ich hab jetzt vergessen, dass es hierher mitkommt. Also das ist realistisch. Das war geil. Das muss ich nochmal in Zeitlupe schauen. Alter Schwede. Kannst du das machen, ja? Ja, das mache ich ins Video rein. Das muss ich mir unbedingt mal angucken. Das ist wie im Cartoon hier auf einmal. Flupp! Ja, geil. Der Arm treibt Spaß. Ich habe hier gerade ein Herzgas bei mir. Also Physik stimmt schon mal. Das ist doch schon mal ganz geil. Ja, hat so dann seine individuellen Höhepunkte. Und das Gift wird echt schlimm. Ich bin auf dem Weg. Sehr schön. Aber das Schöne ist halt, wenn man die Gegner einmal weg hat, man muss wieder von anderen bleiben. Halt. Ja, ich habe auch noch zwei. Checkpoint activated. Okay, na das ist doch gut. Weißt du, auf wie viele Jahre das Spiel ist? Ich würde es, ich sag mal, so von der Brutalität her würde ich es auf 12 schätzen. 16, ja. Jupp. Wegen Skeletten. Also das, was ich wegen dem blutigen Zeug, was da oben auf dem Altar ist. War das blutig? Das wäre Marmelade. Jo, Marmelade, genau. So, jetzt ist natürlich da, wo ich... Ach, da unten ist mein Zeug. Okay, ich hab's da unten weggelebert. Ich will nur ganz schnell fix mein Zeug holen. Weil wäre jetzt schade, wenn ich... Ach so, ich dachte, das hast du komplett mit runtergerissen. Ja, ich bin hier unten verendet. Aber immerhin schön, dass wir uns die Chance geben, auch bei so einem Surprising Dead. Das habe ich im VR auch noch nicht gesehen. Das ist echt... Schlupptot. Wahnsinn. Wird das auch mal heller hier? Das wäre mal ganz cool, dass man so mal ein bisschen... Es gibt verschiedene Dinge. Also ich bin noch nicht ganz so weit gekommen, weil wie gesagt, es war nicht so motivierend, weil ich konnte am Anfang noch nicht so viel machen. Das also das, was ich jetzt alles sehe, vielleicht liegt es aber auch wirklich daran, weil ich mal jetzt ein Multiplayer spiele und mich einsehe. Also liebe Zuschauer, man kann es auch alleine spielen, ist dann aber halt nur halt so unterhaltsam, wie man gerade geklickt hat. Da passieren dann nicht solche lustigen Sachen, ne? Nee, also die passieren schon, aber das ist dann nicht mehr lustig. Oh, ich höre was. Jo, hier muss man aufpassen, irgendwie links kommt dann so Bogenschützen. Ah, voll daneben, ja. So, der macht Schaden. Und. Zack. Und. Jetzt ist aber. Oh, der ging flott. Der war dann genau oben am Kopf. Also wenn du die genau auf den Kopf triffst, oben so am Kopf, dann sind sie relativ gut. Okay, nice. Uiuiui, oh Gott. Ach, da oben, ja, ich sehe ihn. Der ist natürlich mit der Pistole dann leicht zu holen. Kann ich mich da jetzt hinporten, theoretisch? Oder nicht? Ja, du musst den ganzen Weg wieder laufen. Ach, weil ich das war nur ein Checkpoint, was ich dachte, ich habe da jetzt einen Teleport aktiviert.
Nee, kann man denn hier nicht rennen, ey? Das geht mir doch schon wieder auf den Sack, wenn man so langsam laufen kann. Ja, das ist ja die Gegend, die ein bisschen... Ja, das hat mich bei manchen Spielen schon genervt, wenn du nicht ein Wesen mal ein bisschen sprinten kannst. Ein bisschen schneller. Kannst du in Real Life vorgehen? Ja, dann kann ich losrennen. Ja, ja. Aber nicht weit. Je nachdem, wie weit das Airlink funktioniert, maximal. Oder ist die Kabellänge. Oder so, Rucksack-Dings. Stimmt. Ach, kurz Ausdauer ausruhen. So, da war der Altar, genau. Wo ist jetzt der Gegner? Das Schlimme ist, du stirbst ja auch so. Selbst wenn du den Gegner besiegst, weil das Zeug halt komplett abläuft. Sehr komisch. So, den habe ich jetzt besiegt. Dann wird mich gleich der da oben kaputt. Boah. Ja, das ist keine Chance. Ich kann dir den jetzt noch ein bisschen. Aber wenn da jetzt nur Skelette kommen und nichts anderes. Doch, da kommt noch ein bisschen mehr. Übrigens, ich kann dein Loot auch aufsammeln. Habe ich gerade festgestellt. Okay. Oh, hier muss man aufpassen. Ah, ich bin tot, nur weil so ist das Gift. Ich sag mal, ehe du da durch bist, wieder, da bist du schon wieder mit einem halben Energieleisten weg. Also, das ist ja irgendwie komisch gemacht. Ah, aber das geht alles. Ach, jetzt? Noch. Wieso laufen die jetzt schneller? Also, was haben die jetzt gemacht? Bestimmt Waffe weggesteckt oder so. Nee. Ne? So, ist der jetzt hier oben weg? Ich bin jetzt wieder. Ja, der ist down. Den da oben habe ich weggeschossen. Aber da oben ist noch einer. Pass auf, wenn du da hochgibst, da sind solche Kugeln, die roten Feuer wegschießen. Die genau, roten Kugeln. Weil die Bomben. Und wenn die Bomben schießen, dann. Uiuiui, okay. Er lebt gerade. Bam! Okay. Jetzt habe ich keine Kugel mehr. Hätte ich gar nicht wegschießen müssen, wa? Naja. Ich weiß nicht, ob man da nah dran muss. Oder kann man da klettern? Also das sieht für mich nach Klettern. Kann man hier in den Game klettern? Ja. Du kannst da hoch. Ach, gucke an. Na, das ist doch cool. Und da oben müsste auch eine Truhe sein. Damals bei mir war alles leer. Was war das jetzt? Wer hat mir hier wehgetan? Da stehen, glaube ich, noch zwei Gegner in der Ecke. Einer, der schießt von unten, einer, der müsste von oben kommen. Nee, wenn es genauso ist wie beim Einzelspieler. Ich höre was rumstöhnen hier. Das bin doch ich. Boah, Dreier. Und eine Truhe. Na, komm mal ran. Komm. Dreier, paar Truhe. Ach, ey, ich hau aber auch daneben. Ich komme. Ja, 3 gegen 1 hier, übertreibt man. Hat er jetzt? Die hat ja. Jo, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe hier oben. Ich bin doch da. Och, leck mich doch am Arsch, ganz ehrlich. Mein Gott. Ich will nur gucken, was in der Kiste ist. Ja gut, für einen kurzen Augenblick, nee, für ein kurzes Video reicht's ja schon mal. Ah, shit. Gut, aber einer ist schon mal weniger. Ja, schöner... Kurzer Eindruck erstmal von dem Game. Also werde ich auf jeden Fall mal weiterspielen. Vielleicht spielen wir das Game auch durch. Aber halt die Mechanik. Also bitte schneller rennen. Und ich denke mal 100 Pro, es gibt dann irgendeine Potion, die du herstellen kannst, damit du nicht so schnell down gehst, wenn du hier langläufst. Gehe ich wirklich mal stark davon aus. Ach, da ist er. Ich laufe nochmal hin, weil wir sind fast vorm ersten Checkpoint. Ja komm, dann machen wir den Checkpoint noch. Wo es noch ein bisschen interessanter wird, weil da kann man auch, glaube ich, einkaufen. Gehe ich davon aus. Weil mir trieft schon alles runter gerade. So schlimm. Ja. Gefühlte 30 Grad gerade hier. Ah, das ist die Aufregung beim Spiel. Nee. Bist du hinter mir zufälligerweise? Ja. Nee, oder? Ja. Dann kann ich dir auch zeigen, warum das Spiel am 16. ist, weil hier so viel Erdbeermarmelade. Hier ist sogar kein Blut. Ja, gut. Es kann auch Rost sein. Ja, das stimmt allerdings. Das ist alles sehr schmutzig und rostig.
Ja. Aber ich finde, die haben die Effekte etwas abgeschwächt von den Kugeln. Waren die vorher stärker zu sehen? Jupp, die haben sich vorher manchmal so zusammenformatiert und dann so richtig schön getanzt zusammen. Und dann gab es so einen kleinen Blitz. Ach, okay. Aber vielleicht war der einfach zu performance-mächtig. Das kann natürlich auch sein, ja. Weil hier oben siehst du so einen Hauch davon. Richtig, ja. So ganz, ganz, ganz klein. Und hier so wie da vorne. Und dann aber halt stärker und konzentrierter. Das sah richtig fürs Auge, war das ein richtig schöner Schmaus. Wahnsinn. War die Kleine vorhin, die richtig gut aussah, im Kugelschiss dagegen. Das Gezitterer, wenn wir beide laufen hier, ey. Oder du vor mir. Warte, lass dich mal alleine laufen. Ja, jetzt läuft es flüssig. Ist nur, wenn man ineinander läuft, ja. Ja, das ist so. So, da oben ist mein Loot. Waren die jetzt down da oben alle? Ja. Nee. Zwei sind noch da. Aber die sind nicht mehr ganz so stark. Okay. Geht's ja wenigstens. Okay, zack, zack. So. Schild und Axt ist bereit. Da sind wir. Na gut, viel. Auch von ihren. Ach, ja, zack, schon sind wir. Das ist eine kleine Motivation, trotzdem weiterzumachen, auch wenn man diesen langen Marsch hierher hat. Richtig. Aber es geht, es könnte schlimmer sein. Ja, jetzt müssen wir auch runtergehen, dann kommen wir quasi schon fast zu den ersten Checkpoint. Vorsichtig runterklettern. Achso. Okay. Ja, gut, ich bin jetzt auch so langsam jetzt so an der Seite runter. Ich weiß, beim ersten Mal bin ich runtergesprungen. Puff. War's tot gewesen, oder was? Hat gleich 20 Schaden gemacht. So. Hier kann man nochmal gucken, das sieht schon, also die Welt ist schon ziemlich schön. So, gleich kommt ein Skelett von hinten. Ja. Aber das haben wir noch ein bisschen Zeit. Ach hier, ja, ich bin schon. Kann man den runterschubsen? Mal an mit dem Schild. Oh ja, es geht. Ach, das ist ja cool. Zack, na gucken wir mal. Einfach mal mit dem Schild wegstoßen. Ah, da unten ist er aber noch. Naja, da kommt ja eh nicht hoch. Ja, ist egal, der kann ja ruhig da unten. Auch rotten, versauern. Also grafisch sieht das schon echt toll aus, auch hier mit den Fenstern und so. Der, was auch immer das hier ist, das hat schon Fantasie, das Ganze. Achso, hier geht's gar nicht weiter, okay. Nee, wir müssen hier rechts lang. Überall bleibe ich mit der Axt. So, das ist dann hier dieser erste theoretische Schritt. Ah, alles klar. Theoretisch. Was ist, wenn wir die einfach rauslocken? Dann können wir die runterstoßen. Einfach mal zu den Kristall gehen und den einfach nur mal antatschen. Dann kriegt man, glaube ich, volles Leben wieder. Irgendwas war da gewesen, der Richtung. Jupp, volles Leben. Ja, das ist natürlich praktisch, wenn er mich mal durchlassen würde. Schießen. Ach, das geht ja bei mir gar nicht mehr drin. Okay. Das doch einfach die Hand reinhalten. Jetzt ist es bei dir. Was ist los? Du bist tot, oder? Ich bin tot. Leck mich doch, ganz ehrlich. So. Für den ersten Eindruck reicht es bei mir jetzt. Ich triefe dahin. Mir läuft schon überall die Suppe runter. Das ist schon mal richtig geil. Ja, für den ersten Eindruck ganz geil, muss ich sagen. Mal gucken, also was die Zukunft... Ich bin wieder komplett geheilt jetzt. Ja. Ich habe eine Sekunde zu spät. Ich war gerade am Heilen und schon war ich down gewesen.